Im Februar 1965 hatte eine Handvoll Agnetler, es waren genau 13, versucht, ein Urzenlaufen durch die Straßen von Großsachsenheim bei Stuttgart zu veranstalten. Dies mag wohl ein Anstoß und Beweggrund für eine kleine Gemeinschaft junger Agnetler gewesen sein, das Urzenlaufen auch am Originalplatz, also in Agneteln selbst, wieder zum Leben zu erwecken. Nach schweren Verhandlungen mit der Partei und städtischen Behörden wurde ihr Traum im Jahre 1969 zur Wirklichkeit. Nach 30-jährigem Schlaf durften die Urzeln wieder auferstehen. Man kann sich die Begeisterung der damals noch zahlreichen sächsischen Bevölkerung Agnetelns gut vorstellen. Fieberhaft wurden Dachböden und Truhen nach den nötigen Requisiten durchsucht und zusammengetragen und wenn nötig Reparaturen durchgeführt. Da die Anmeldungen so unerwartet groß waren, mussten viele Anzüge, Peitschen und Quetschen neu angefertigt werden. Das Laufen wurde ein Erfolg und in den nächsten Jahren stieg die Anzahl der Urzeln auf über 500 an. Dass sich der mehr von Nostalgie angetriebene Versuch, etwas von unserem Brauchtum in die neue Heimat zu verpflanzen, so erfolgreich sein würde, hätte damals niemand zu glauben gehofft. Im Folgenden sehen wir Filmaufnahmen aus privatem Besitz, die die erfreuliche Entwicklung des Sachsenheimer Urzenlaufens eindrucksvoll dokumentieren werden. 1689 wird der aus dem Zunftleben hervorgegangene Brauch des Urzenlaufens als Mummenschanz der Zünfte urkundlich zum ersten Mal in Agneteln erwähnt. Der Vorsitzende aller Sport- und Kulturvereine Großsachsenheims, Herr Reinhold Spieß, bat die Urzeln in sein Haus und bewirtet die verschwitzten Krawallmacher mit Krapfen, Wein und Schnaps, so wie es in Agneteln Sitte war. Der Besuch beim Stadtpfarrer der evangelischen Kirchengemeinde ist, wie dies auch in der alten Heimat üblich war, auch hier Pflicht. Pfarrer Lörcher bedankt sich und wird mit einem Ständchen geehrt. Am Urzeltag wurde in Agneteln das begehrte Urzelkrjocht gegessen. Dieses typische Essen besteht aus eingelegtem Sauerkraut mit Krautwickeln, Schweinefleisch, Speck und Rahm. Früher Simbürgischen, heute Sachsenheimer Wein. Heute ist auch dieses Kraut von Agnetlerinnen nach dem Originalrezept schmackhaft zubereitet. Die Urzelngruppe wird immer größer. Zum ersten Mal in Sachsen haben sich die traditionellen Figuren der Schneiderzunft, das Rösschen und das Murmel, zum Umzug eingefunden.
Der Wachsmann Hans tanzt als Mummel mit dem Schneiderrösslein, das von Gräf Michael dargestellt wird, auf die überlieferte Melodie, die Sauerrut aus der Ziehharmonika quetscht. Zu diesen Bildern, die den Urzelnbrauch in Sachsenheim so schön dokumentieren, braucht man nichts mehr hinzuzufügen. Fotomeister und Museumsgründer vom Stadtmuseum Kurt Bader, immer auf Bildhöhe. Der Bürgermeister und sein Stellvertreter reden sicher über die Urzeln, oder? Dem Zunftmeister Wächter Hans gebührt ein großer Dank, nämlich dafür, dass die Urzeln in Sachsenheim eine neue Heimat gefunden haben.